Auf geht's in Oxygen Not Included! Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt eure Sauerstoffschlüpper angezogen. Jetzt wird's heiß. Also es ist schon heiß, aber jetzt wird's heiß. Ihr wisst, was ich meine. Lieber auf Nummer sicher gehen. Nee, vor allem, wenn das System... Ja, Sel, kannst du machen. Wenn das System so ist und das System sagt, nein, du darfst nicht, dann machen wir das auch nicht. Dafür, wir wollen ja ein offen und ehrliches Verhältnis auch zu Twitch haben, was wir auch brauchen, für die Zukunft gerade auch gesehen. Und deswegen, nee, da machen wir keine Experimente oder irgendwelche Grauzonen ausnutzen oder sonst irgendwas, sondern wir sind da offen und ehrlich. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, weil so und so, ne? So, Freunde. Also, wir haben angefangen, unsere Duplikanten rauszuholen aus der ganzen Nummer. Um die Duplikanten hier wieder zu entstressen quasi. Floma ist der Nächste und dann haben wir ein bisschen Zeit, bis Mipa kommt. Das sind die ganzen Duplikanten, die alle zu viel Probleme haben gerade. So, was haben wir hier? Temperaturlevel sinkt gewaltig. Das ist eine richtig wichtige Angelegenheit, die hier läuft. Aber wir müssen... Meine Lieben, wir müssen jetzt unbedingt, und das ist wirklich ganz wichtig. Danke sehr. Wir müssen jetzt unbedingt Folgendes machen. Wir müssen jetzt uns mal einen Plan B überlegen. Wie kriegen wir es hin, dass wir... Ja, das Essen müssen wir besorgen, aber Essen kommt jetzt automatisch wieder besser rein, wenn hier die Beleuchtung angeht. Das heißt, wir brauchen Saft. Saft muss her. So, das heißt, wenn Saft... Warte mal kurz, wir kommen nur bis hier. Dann ist die Karte scheinbar begrenzt. Ich weiß es nicht. Weil hier kommen wir auch nur bis da. Okay. Wir haben uns schon relativ gut weitergebuddelt. Fossilien sind uns erstmal egal. Wir haben Röhl. Wir bräuchten fast noch... Wir haben halt zu wenig Bediener. Wir bräuchten einen neuen... Irgendjemanden, der hier dann mit ein bisschen Reststrom die Ölraffinerie dauerhaft betreibt. Was gar nicht so funktioniert hat, war die ganze Geschichte hier. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir zerlegen jetzt hier ein Rohr. Entleeren dieses ganze Restrohr und das hier und bauen hier ein bisschen Zeug ab, weil das hat nicht funktioniert. Das braucht nur Strom und das ist schade drum. Das machen wir weg. So. Gut. Wir bekommen durch unsere Hatchlinge... oh, guck mal. Mürrisch. Warum bist du mürrisch? Grad. Okay. Gasspeicher, um den Kram wegzukriegen. Dann pumpen wir in diese ganze Geschichte hier mit dem Auslassventil. Pumpen wir einfach Gas rein. Jetzt haben wir das abgelegt, ne? Ja, okay, ist okay. Das ist gar nicht mal so schlimm, wenn wir das nochmal umstellen. So, machen wir das mal weg. So. Dann ändern wir die Systematik jetzt einfach. Was ist das für ein Ding? Erde. Schön. So, hier haben wir noch einen Gashahn. Den zerlegen wir jetzt einfach mal. So, die ganze Gasgeschichte hier kommt weg. Den Gasabzug auch. So. Dann legen wir das nämlich neu. Bei dem Abwasser sollten wir uns noch was überlegen. Durans, ja, auf jeden Fall. Kein Öl mehr da. Doch, Öl haben wir. Wir haben bloß keine Start... Also, wir brauchen ein bisschen Energie für Start-Initial-Geschichten. Wir deaktivieren auch mal kurz den zweiten Refresher hier unten. Das kann man eigentlich auch mal sammeln. Gut, hier haben wir ja noch die Geschichte hier. Da ist auch noch was eklig.
Der Oxysamen. Nehmen wir mal mit. So, jetzt haben wir, schalten wir mal ein paar Sachen aus. Wir haben ja gar keinen Strom-Intake, ne? Also stromtechnisch läuft hier überhaupt nichts gerade. Das Ding zerlegen wir hier oben auch nochmal. Das steht nur im Weg rum und bringt uns gerade überhaupt nichts. Beleuchtung und Körpertemperatur ist hier zu niedrig. Ja, 34 Grad hier oben. Hier ist noch super heiß wegen dem Warmwasser. Hier auch, ne? Ja, okay. Das Wasser geht aber hier drüben durch, ne? Ja. Es erwärmt trotzdem diesen Bereich hier. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. So. Der Raum kann zweigeteilt werden. Einmal locker hier. Müsste eigentlich hinhauen, mal gucken. So. Temperatur hier hinten ist bei Minusgraden. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Das heißt, wir fangen hier an. Werden hier mal ganz kurz Folgendes ändern. Wir werden natürlich anfangen, jetzt warme Temperatur nach oben abzulassen. So. Lass mal schnell schauen. Ist okay. Dafür machen wir jetzt Folgendes. Und zwar, wir legen hier hinten erstmal Isolierziegel rein. Na, das wollte ich hier nicht. Der kann ruhig nach oben abgeben. Das ist in Ordnung. So, machen wir das mal so. Sollte gehen. Dann haben die jetzt erstmal was zu tun. Genau, also hier kommen tatsächlich auch dann nur das Zeug rein, was wir brauchen, ne? Also das ist jetzt so genau der Plan. So. Hier wird nur reingepumpt, also hier kommt kein Sauerstoff oder kein sonst irgendwas rein, sondern hier wird nur reingepumpt Kohlendioxid. Das sammeln wir von hier unten auf. Am besten hier und pumpen es hier raus. Und zwar über einen Verteiler. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, wie wir das am blödsten machen. Hier hinten wäre ganz günstig. Ne, zwei sind schlecht, ne? Haben wir ja festgestellt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wie warm ist das hier? Minusgrad ist mir recht. So, da kommt das Zeug rein. Hier können wir es nur nicht bauen. Dann ändern wir das. So, machen wir das so, dann läuft das hier so durch. Bau Gastanks. Wir können noch gerade, aktuell haben wir tatsächlich keine Möglichkeit für Gastanks. Das ist überlastet hier mit dem, ja, das ist noch nicht ready alles. Und dann können wir nämlich auch hier mal einen Transformator reinsetzen. Und dann legen wir hier einen Verteiler rein. Bauen hier das Starkstromkabel an. Und gehen hier mit dem Kabel hier rüber. So, da haben wir das angeschlossen und... nee, das geht wieder nicht. Oh, doch, warte mal, das können wir machen. Das ist nämlich kein Act hier, das so einzubauen. So. Nee, warte mal. Moment. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen das nochmal abbrechen. Und zwar, wir brauchen den Gasabzug weiter anders. Und zwar, wir brauchen jetzt die Gaspumpe hier. Den Gasfilter brauchen wir hier.
Und einen Gasabzug brauchen wir dann irgendwo hier draußen. Hier ist egal für uns, ne? Ja. So, dann kommt hier eine Gasbrücke hin. So. Hier kommt der Ausgang raus. Und das gefilterte Material kommt hier raus. So, da haben wir das Ding angeschlossen. Wie ist denn das eigentlich, meine Lieben? Kohlendioxid, kann ich unbegrenzt viel in so einen Raum reinpumpen oder wie läuft das? So. Wir hatten schon wieder Vollstress. Oh nein, ist das alles hier runtergelaufen oder was? Nee, geht so. So. Wir brauchen Sauerstoff. Das ist halt die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Ey, guck mal, hier geht Energie. Das mit dem Wasser ist auch unangenehm hier. Okay. Nur mit einer bestimmten Lüftung, die man noch forschen muss. Oh. Forschen. Wir bräuchten halt echt einen Forschungstyp, ne? Das wäre halt super wichtig irgendwie. Okay. Gitter. So. Okay, wer ist denn der Stress? Der Jeremy muss noch. Ach, guck mal! Mensch, wir haben doch noch was. Trautes Heim. Ach so, das muss ich hier machen. Ah, okay. Wähle eine Blaupause. Noch ein Oxyfarn. Tierzucht, Stärke. Wissenschaft, der kann forschen hier. Travaldo. Den sollten wir vielleicht reinnehmen, oder? Lippo, grüß dich. Den sollten wir vielleicht reinnehmen. Wir hatten ja noch einen Namen vom letzten Mal, der gezogen wurde. Den müssen wir noch vergeben. Das war Martin gerade. Gerade, sag ich schon. Der war gestern Abend Martin noch gewesen. Den müssen wir noch reinhauen. Dann machen wir das doch, oder? Ja, meistens sind auch dafür. Einen Wissenschaftler. Lass uns mal Martin was machen. So. Forschung läuft. Haben wir ja gemacht. Dann Prioritäten. Martin. Braucht das Fähigkeiten? Das machen wir schnell. Martin, wo bist du? Forscher. Dann kriegt Martin Prioritätenliste. Und Martin darf Forschung als 1 machen. Doktortätigkeit als 2. Und was er gerne auch machen kann, ich glaube, bedienen wollte er auch noch gerne, oder? Nee, kann er nicht so, aber das darf er auf 3 machen. Da hat er wenigstens immer was zu tun. So, Martin, da bist du! So. So, wir holen nochmal das ganze Zeug hier raus. Hier ist zu kalt und deswegen tropft hier irgendwas runter, oder? Schau mal, hier ist auch schon Kohlendioxid drin.
Wer ist denn der Nächste, der so schlimm unterwegs ist? Jeremy war das, ne? Der Jeremy. Warte mal, ist der Jeremy schon aufgelöst? Ja, den haben wir schon aufgelöst. Dann weiß man nicht zu. Dann ist der Nächste in der Liste Mipa. Mipa, wo bist du? Da bist du. Du dürft da auch mal rein. Ja. Der Jeremy war ja unser Aufräummensch. Und das dürfen wir auch machen. Und dann ist er Klempner. Und dann bleibt er bei seinem Job wieder bestehen quasi. So. Wir müssen das rausbekommen. Das ist echt mega blöd. Weil hier ist der maximale Gasdruck. Und das ist halt echt eine Katastrophe. Wenn da so viel Gasdruck drauf ist, müssen wir das irgendwo hier rausziehen. Danke, Zwerg. Voll gerne. Okay. Wir haben halt hier oben in dem Stromnetz hier überhaupt keinen... Also wir haben gar nichts mehr verfügbar. Aber warum ist das Stromnetz hier an der Stelle total überlastet? Das darf doch gar nicht passieren, oder? Hä? Warum ist das aus? Warum kommt hier kein Strom drüber? Der ist voll. Das ist okay, aber der ist auf Null? Kommt nicht genug Saft da drüber an, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Deaktivier das Gebäude und aktivier es gleich nochmal. Ohne Öl kein Strom. Ja, aber wir haben doch Kohle gerade laufen. Jetzt ist er an. Hä? Aber er gibt doch keinen Saft weit. Jetzt, was? Verstehe ich nicht. Okay. Wie viel selbst haben wir da? Eins dürfen mal zerklatscht werden. So. Also wir kriegen ja auch mittlerweile diese Samen raus. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Erzeugt Dampf. Ach so. Verstehe. Das macht natürlich nach unten hin überhaupt keinen Stress. Erdgas. Wie viel Polymer holen wir da raus? Müsste irgendwo Plastik liegen, oder? Da liegt Plastik. Ja. Hey, wir haben Plastik. Okay, pass auf. Pass auf, acht. Dann machen wir jetzt hier. Vielleicht geht das jetzt schon. Nee. 200 Gramm. Oh, 200 Kilogramm Plastik fehlt uns dafür. Okay. Schade. Selvina, mach dir einen wunderschönen Abend. Lippili, Hallöchen. Okay. So, unsere Generatoren gehen uns jetzt langsam aus. Haben wir noch irgendwo was? Zwergenliebe. Komm Gott, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Okay. Hier oben läuft auch ein bisschen was. So viel Wasserstoff produzieren wir gar nicht. Okay. Hier unten ist maximaler Gasdruck erreicht. Auch hier unten. Einziger Unterschied ist hier. Hier ist so kalt, dass hier Kohlendioxid von der Decke tropft. Auch nicht so viel drin, ne? Also hier oben sammelt sich das halt schon sehr arg. Je weiter wir hochkommen, desto mehr ist davon da. Zerlegen. Die Tür muss nochmal weg. Weil ich glaube, hier kommt auch super viel davon raus, oder? Da kommt irgendeine Emission raus aus den Dingern. Produziert Kohlenstoff. Ah, okay, alles klar.
Vielleicht kriegen wir es damit ein bisschen Griff. Ist Meeper jetzt eigentlich durch? Nee, oder? Meeper ging es nämlich auch dreckig. Aber der hat auch garantiert Kohlendioxid und Wärme wird hier produziert. Gut, das hier heißt, es ist okay. Und hier oben geht's weiter mit der nächsten Geschichte. Da ist halt jetzt die Frage, ob wir das anders machen sollten. Pass auf, und zwar, wenn wir jetzt hierher gehen in der Mitte. Probier mal gerade was. Nee, Quatsch, ist Unsinn. War ein Denkfehler. War ein Denkfehler. Okay, wir kriegen das schon noch auf die Reihe. Ey. Hier hat sich Erdgas gebildet, ein riesen Anteil. Guck mal, Wollewolf. Oh, jawohl. Da, hier wird erstmal ordentlich die Schnute geputzt. Hm? Oh, Wollewolf. Hm? Ja. Wir haben alle Hunger, oder? Hungrig, ja. So. Oh, Meeper geht's nicht gut. Gar nicht gut. Dann müssten wir hier luftdurchlässige Ziegel aber machen, sonst geht's auch nicht. So, die Luftwäscher laufen. Ja. Die Luftwäscher laufen. Hier kommt warmes Wasser an. So. Jeremy muss mal kurz durchatmen. So, Freunde, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Was wäre das Maß der Dinge? Haut mal einen Tipp raus. Jeremy hatte ordentlich zu putzen. Wahnsinn. Was meint ihr, was wäre jetzt der richtige Ansatz? Hier oben sollte nur Kohlendioxid rauskommen. Die Tür wird dann abgeschlossen. Wir zerlegen vorher alles, was noch drinnen ist, halt eben. Solange wir es noch können. Und dann pumpen wir da alles CO2 rein, was wir haben. Ilona, oh nein, in die Nässe getreten, ekelhaft. Ach, guck mal, hier ist das Eis.
Das ist das. Ja, deswegen haben wir da so ein Wasserproblem. Das wechselt die ganze Zeit. Es ist in den Kanistern drin und wenn es zu kalt wird, wird es zu Eis, dann wird es wieder zu warm und dann geht's wieder. Das ist ja die Temperatur hier wechselt die ganze Zeit. Ja, ist alles voll mit Kohlendioxid. Alles. Komplett. So, soll jetzt den Wasserfilter einschalten. Ganz oben buddelst du dann CO2 in. Solltest den Wasserfilter einschalten. Wenn du ganz nach oben buddelst, kann man das CO2 ins Weltall entleeren. Was? Okay. Das ist ja vogelwild. Wir brauchen aber hier noch Strom tatsächlich. Hätten wir auch gehabt. Gut, dann können wir denn Wasserverarbeitung können wir dann starten, sobald wir die Pumpe aktivieren. Beziehungsweise das Ding hier deaktivieren. Da müssen wir aber noch auch hier nochmal ganz kurz den Leiter rüberbauen. Damit wir den einfacher deaktivieren können. Das heißt, das Ding wird mal ganz kurz geöffnet in Automodus. Dann können wir das abschalten, dann müsste es eigentlich nach oben gehen. So, das Ding ist ready. Rohrdestille. Achso, das kann ja noch nicht runtergehen, weil es ja, ja klar. Wie ist die Temperatur hier? 29 Grad, ist völlig in Ordnung gerade. Hier weiter runter. Oh, jetzt habe ich das Problem. Alles klar. Zerlegen. Ihr habt natürlich recht gehabt. Wir brauchen hier eine tiefere Pumpe. Deswegen kommt da nichts mehr nach. Wir sollten gleich nach unten. Wir müssen es jetzt gleich richtig machen. Was ist das denn? Erdölvorkommen. Warten wir mal ganz kurz. Machen wir aber bis hier, oder? Sanitär. Pumpe. Strom. Kabel. Und Prioritäten von alledem auf Maximum. So. Das ist gerade Top-Prio für uns. Aber wir sollten hier vielleicht noch mal ein bisschen graben. Das sollten wir auch noch machen, dass das leichter Einstieg möglich ist. So. Das ist unsere oberste Priorität hier unten. Wie wäre ein Becken für Öl wie für Wasser? Ach so, ja. Koblu? Koblu? Ja, geh da raus, bitte. Ja, tu es. Jetzt hat er irgendwas fallen lassen. Oh Mann, Sandstein. Machen wir das mal weg. Da, Code Blue kommt. Hat wieder irgendwas fallen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Horst Peter, du kannst das. So, jetzt lassen wir mal die Flüssigkeit hier weg. Die können sich hier oben auftanken, ja. Da kommt auch ab und zu ein bisschen Sauerstoff raus. Okay. Da ist jetzt ein bisschen mehr vorhanden. Okay, gleich geht's los. Oh, das ist nicht gut. Aber das brauchen wir halt einfach. Das ist super wichtig.
Kicker, nein! Nicht husten! Echt viel weiter können wir halt hier in die Tiefe nicht mehr gehen, ne? Blei. Hier Sohle, Eis, Sedimentgestein. Wir verhungern gerade. Ne, geht so. Untersuche das Ölvorkommen. Ja, aber so weit runter bin ich noch gar nicht. Und untersuchen kann ich das auch, glaube ich, gar nicht. Im Moment zumindest. Das wird sich mit Sicherheit nochmal ändern. Schmeißt ihr das ganze Zeug da runter? Hier ist auch das Ölvorkommen, das wollen wir auch noch angraben bei Zeiten. Hier haben wir auch Öl. Aber hier unten wird es auch nicht wärmer. Doch hier wird es unfassbar heiß. Aber hier ist super heiß. Okay. Es wird ein riesenlanger Stresserbrechen. Wer denn? Bombetter. So. Untersuche doch mal den Wassergeist hier. Wir haben jetzt allerdings noch niemanden wirklich dafür geeigneten da. Und die Forschung ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger gerade noch, oder? Also ist die Frage jetzt, ne? Geht das? Mehl aus Wasser. Machen wir das mal an. Warum nicht? Schlimmer wird's nicht. So, weil wir erst wenn das Öl kommt, haben wir wieder überhaupt eine Chance. Höchster Stress hat Raphael. Da müssen wir mal ganz kurz die Fähigkeiten nochmal überprüfen. Haben wir Mipa jetzt eigentlich schon? Nee, Mipa ist noch nicht so gut unterwegs. Okay. Ilona gibt sich hier alles. Die planschen hier im Rohöl rum. Wir haben Hunger. Ja, Lona. Hier ist ja auch super viel Kohlendioxid drin. Okay. So. Lass uns mal ganz kurz überlegen. Jeremy putzt hier noch. Okay, uns geht der Sauerstoff hier langsam auf die letzten Meter aus. Die halbe Base ist schon unten. Ach, guck mal, hier haben wir das Problem. Oh, Tiere verhungert. Warum? Wer verhungert jetzt? Ilona wieder, oder? Linus Melli, okay. Was haben wir zu essen noch? Eingelegte Mahlzeit, haben wir über 100.000 Kalorien. Ja, unser Stromnetz ist absolut instabil. Solange kein Öl da ist, ist das alles schwierig. Aber es könnte gleich fertig werden. So, dann machen wir die Prioritäten jetzt mal hier auf 5. So, letzter Meter, meine Lieben. Code Blue. Zwei ein Stück noch. Neue Druckerzeugnisse sind verfügbar, meine Lieben. Okay.
Hilfspaket. Jemanden, der bedienen kann, wäre tatsächlich sehr, sehr cool. Aber der ist ein Schnarcher, den dürfen wir nicht einfach nehmen. Der schnarcht sehr laut, den kann man nicht irgendwo anders mit anderen in Verbindung bringen. Hier hätten wir Medizin, brauchen wir aber eigentlich überhaupt nicht. Na, brauchen wir eigentlich überhaupt nicht im aktuellen Sinne. Wir haben auch keine Krankenstation. Wir bräuchten eigentlich Donbären. Dann könnten wir besseres Essen wiederherstellen. Das wäre auch wichtig, weil die produzieren wir gerade gar nicht. Die Fingerhutschilfsamen haben wir auch schon. Da haben wir ja schon 15,9 verfügbar. Das geht. Lotusblume sagt auch 2. Christian sagt 1. Hat sich umentschieden, okay. Dann die meisten von euch sagen, ja, könnten wir nur die 2 machen. Ja, machen wir auch. We could play blank, blank, 182. Lay around the house and daydream till the afternoon. Thinking about the times that we had when this was all that we knew. When this song was still new, when this all was still